und der Slowenien-Tour. Nee. Wir fahren Richtung Olimia, um dem schlechten Wetter zu entkommen. Aber leider hat es uns auch in die Richtung eingeholt. Gott sei Dank haben wir da einen überdachten Parkplatz gefunden, wo wir auch mit dem Schnupfel stehen konnten. Ich hoffe, dass man halbwegs was kennen kann auf dem Video. Aber leider haben wir da nicht übernachten können. Darum sind wir dann weitergefahren. Da sehe ich jetzt einmal, wie das Wetter da gewütet hat. Platz, den wir uns auf Park von heute ausgesucht hätten, hat uns nicht wirklich zugesagt. Das haben wir nicht geblieben. Jetzt sind wir dann bei Jelenov Gräben. Das ist ein Hirschfarm oberhalb vom Kloster Olemje. Da gibt es Platz für zwei Wohnmobile. Die Übernachtung selber ist gratis, dafür wird aber erwartet, dass man dort ein bisschen was konsumiert. Wir haben Frühstück dort und es war sehr, sehr, sehr lecker. Kann man wirklich nur empfehlen. Wenn man Strom braucht, kostet 10 Euro pro Nacht. Und das war unsere Aussicht, wie wir munter geworden sind. Nach dem Frühstück haben wir dann eine kleine Wanderung über die Range gemacht und haben uns die Tiere angeschaut. Die sind überhaupt nicht ängstlich. Ja, sind die Leute gewöhnt.
Eigentlich hätten wir uns auch das Kloster Olemi anschauen wollen, aber wie wir dann gefahren sind, war da gerade ein Autobus gekommen. Das war uns dann zu viel Nebel, dann haben wir darauf verzichtet. Stattdessen sind wir dann weitergefahren Richtung Jerusalem. Jerusalem wurde im 13. Jahrhundert von deutschen Kreuzrittern gegründet, die aus dem Heiligen Land zurückkamen. Schon damals, wie auch heute, war der Weinbau der wichtigste Wirtschaftsfaktor. Die Kirche trägt den Namen Kirche der schmerzhaften Gottesmutter. Sie wurde von 1652 bis 1717 anstelle einer früheren Kapelle erbaut. Später wurde sie im Barockstil umgebaut. Da ging es dann langsam Richtung Heimat. Zuerst einmal bis Sveti Thomas. Da haben wir unsere Slowenien-Tournee ausklingen lassen. Grüß euch aus Sveti Thomas. Wir machen da jetzt gerade einen kleinen Spaziergang noch. Heute ist unser letzter Tag in Slowenien. Morgen geht es dann wieder heim zu. War ein wunderschöner Urlaub. Hat uns sehr gut gefallen. War genau ein Urlaub nach unseren Geschmacken. So wie wir es lieben. Und eins ist auch fix, wir werden sicher wieder mal daherkommen, weil das Land und die Landschaft und die Leute, das ist einfach ein Wahnsinn da. Hat uns sehr gut gefallen. Also, bis zum nächsten Mal. Viert euch.